Can't touch this. Can't touch this. Hallöchen, Freunde. Cool, dass ihr am Start seid. Ich habe, wie versprochen, nochmal ein bisschen gegoogelt. Schwarzmetall hatten wir natürlich schon hergestellt. Ich hatte das irgendwie schon wieder komplett vergessen. Den Loksattel müssen wir an der normalen Werkbank machen. Und es ist nicht möglich, Tiere zu teleportieren. Also zumindest nicht so. Es gibt wohl, glaube ich, einen Mod dafür. Keine Ahnung, ob wir uns das später nochmal installieren. Weil ich sag mal, so ein Wolf oder sowas wäre schon geil. Hier in der Basis, aber naja, mal schauen. Hat jetzt zumindest erstmal keine Riesenpriorität. Hier waren auch noch 10 Schwarzmetall drin. Ich habe gerade nochmal Kohle reingehauen. Und ich habe auch Brotteig hergestellt. Es tut mir sehr leid, ich habe es ohne euch gemacht. Also eigentlich mit euch, aber ich habe vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Also ich war gerade so eine Minute am Aufnehmen oder so. Oder 2 Minuten. Und dann ist es mir aufgefallen. Denn ich möchte mit euch hier mal ein bisschen Brot reinpacken. Ich dachte eigentlich schon, dass wir Brot schon hergestellt haben. Ich bin mir relativ sicher, dass wir hier mal was reingeschmissen haben. Sind dann pennen gegangen und dann habe ich mich verwundert, dass es alles verkohlt war. Und da habe ich doch noch gesagt, teuerste Kohle der Welt oder so hieß die Folge, glaube ich. Aber es kann auch sein, dass das hier drüben war mit dem Loksfleisch oder mit irgendwas anderem am Fleisch. Vielleicht vertue ich mich gerade. Auf jeden Fall wurde, als ich Brotteig hergestellt habe, ein neues Rezept freigeschalten. Also können wir es eigentlich noch nicht gemacht haben. Vielleicht verwechsle ich es da auch einfach. Wäre ja nichts Neues bei mir. Loksattel braucht noch ein bisschen Leinenzwirn. Da müssen wir gleich nochmal hier was reinhauen. Flachs haben wir ja noch einstecken. Ich habe das Ding falsch rum hingestellt und das fuckt mich irgendwie schon echt lange ab. Deswegen machen wir jetzt mal diesen. Wie viel Flachs hatten wir denn? 18 Stück. Und dann hauen wir hier mal noch was rein. Und der Rest kommt hier hinten mit rein. Da haben wir 23, das passt. Jetzt lasst doch mal gucken. Also wir brauchen auf jeden Fall Schwarzmetall und wir brauchen Leinzwirne und ich glaube noch ein bisschen Leder. Ich finde es komisch, dass wir es hier basteln können, weil es ja... Ja gut, okay, Loxumhang kostet auch Silber, weil es halt irgendwie Dunkelmetall kostet. Schwarzmetall. Deswegen bin ich von ausgegangen, dass wir das Ganze auch drüben an der Schmiede machen müssen. 10 Leder noch und 15 Schwarzmetall. Haben wir beides. 10 Leder, 10 Leder, 10 Leder. Und 15 Schwarzmetall. Dann würde ich sagen, wir basteln uns den schon mal. Zack, da ist er und wir haben ihn. Sehr schön. So, zack, neuer Gegenstand Brot. Neuer Gegenstand Brot. Ist tatsächlich noch nicht hergestellt. 70 Ausdauer, alter Schwede. Das ist natürlich mega geil. Das ist, wow, das ist wirklich nicht ohne. Ich wollte mit euch auch nochmal nach den Fischhäppchen gucken. Wo haben wir die? Irgendwo hier, Fischhappen. Macht 70 Gesundheit, 23 Ausdauer. Also ist genau das Gegenteil vom Brot. Das ist natürlich schon mal eine geile Kombi. 2x gekochter Fisch und 4x Gerstenmehl. Komm, wir hauen uns das jetzt mal rein. Fisch haben wir hier eine neue Kiste gemacht. Hier unten. Angelköder. Ich dachte gerade, was ist denn das für ein Bild? Aber eigentlich geil, weil Gäste können wir unendlich herstellen. Fische müssen wir uns nur angeln. Das dauert jetzt auch keine Ewigkeiten. Und das sind ja definitiv schon mal zwei mega, mega, mega geile Rezepte. Hauen wir die 4 Fische hier ran. Perfekt. Ja, also ich würde sagen, wir müssen halt wirklich in Zukunft mal wieder ein bisschen versuchen, mit besseren Lebensmitteln unterwegs zu sein. Ihr wisst, ich bin da immer ein bisschen geizig. Was soll ich sagen? Ich denke dann immer, ach komm, das reicht, Jonah. Wir haben es jetzt in letzter Zeit doch öfter mal gesehen. Gerade sogar im Sumpf und halt auch generell in den Ebenen. Es kann dann doch mal irgendwie ein bisschen kritisch werden. Und das muss einfach nicht sein. Und ich sage mal, gerade mit der Angel, gut, unendlich angeln können wir nicht. Wir brauchen die Köder dafür, aber wir haben so viel Münzen. Also ich glaube... Mit Ködern können wir uns zuscheißen. Dann lasst lieber jetzt immer mal Fischhappen herstellen und vor allem auch Brot. Also Brot können wir ja wirklich viel machen. Ich meine, 10 Gerste ist nicht wenig. Wie lange hält denn der Spaß? 25 Minuten. So, und Fischhappen hat auch noch Gerstenmehl gekostet.
Aber zumindest, wenn wir jetzt in den Ebenen gerade nach Teer suchen, gegen die Teer-Viecher da draußen, wäre das irgendwie schon ein bisschen geil. So, Fischhappen. Warm hält auch 25 Minuten. Geil, sieht aus wie so ein Wrap. Lecker, lecker. So, den Sattel haben wir hier oben. Hier haben wir das und die Würste sind, sage ich auch erstmal, okay. Dann haben wir jetzt natürlich wieder eine relativ starke Lebensskillung statt Ausdauer. Aber okay, damit kann ich leben. So, wir werten jetzt mal noch ein bisschen auf. Und zwar würde ich sagen, die Beinschiene auf die 3. 6 Eisen, 20 Leinzwirn. Dann nehmen wir doch hier 6 Stück mit. Ich habe das aber auch alles beschissen aufgestellt. Vor allem können wir eigentlich auch mal eins wegreißen, aber mit 2 geht es halt auch schneller. 14 Stück und du hier drüben hast bestimmt auch schon ein bisschen gemacht. 19, natürlich. So, wer ist schneller von euch beiden, hä? Welcher von euch beiden ist das bessere Spinnrad? Ha, du hier. Hab dich schon immer mehr gemocht. Haben wir noch irgendwas gebraucht? Der Helm kostet 5. Beinschienen 6, ja, wir haben sowieso nicht mehr so. Na gut, ein bisschen was ist noch drüben. Doch, wir könnten uns, glaube ich, noch eins leisten. Zack, dann machen wir das Ding erstmal auf die 3. Gucken nochmal schnell, wie viel Eisen hier noch rumlungert. 5 Stück. Ja, dann kriegen wir den Helm noch auf die 2 und dann haben wir doch schon mal eine gewisse Grundvoraussetzung geschafft. Und den Loksumhang. Guck mal, der macht wie viel? Ja, die machen immer nur Rüstung 1, ne? Ja, genau. Das war ja das Ding. Sieht wahrscheinlich dann nochmal schicker aus oder passt vielleicht noch besser zur gepolsterten Rüstung statt das Wolfsding. Na gut, aber ich feiere auch das Wolfsding. Aber herstellen müssen wir uns das früher oder später. Silber haben wir aber eh nicht, also ist es erstmal vom Tisch. Bis wir wieder Silber haben. So, zack, das dort rein. Essenstechnisch sieht so gut aus. Jetzt ist die Frage, was macht man? Ich würde eigentlich, wird jetzt Nacht? Ein bisschen dunkler wird's. Ich würde halt echt gerne den Loks zähmen. Allerdings weiß ich nicht genau, wie lange es dauert. Wir müssen halt ja in der Nähe sein. Und in den Ebenen dort selber haben wir nicht mehr so viel zu erkunden. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Sonst hätte ich gesagt, wir gucken mal noch in der Gegend rum, ob wir noch irgendwo Teer finden. Aber da haben wir ja bereits alles gemacht. Beziehungsweise alles aufgedeckt. Das Gerstenmehl hauen wir noch weg. Obwohl, komm, wir machen noch mal... Nee, wir machen kein Brotteig. Dann verbrennt mir das Zeug noch im Ofen. Ach, und schon wieder das Wetter, ne? Hier ist noch ein bisschen Flachs drin und Gerste haben wir hier auch noch. Okay. Na komm, wir hauen uns hier jetzt mal Brot rein. Zack. Die anderen Lebensmittel geben langsam nach, aber 3-4 Minütchen würde ich mal noch warten wollen. Ich würde sagen, wir nennen jetzt mal Steinsuche Ebenen Basis. Wir schleichen uns doch mal einen Loxi an. Vielleicht sehen wir ja schon was. Aber Regen ist gut, wächst das Flachs schneller. Nee, ich glaube nicht, aber. So, Loxi Moxi. Lexi Loxi. Du hast nicht irgendwie... Guck mal, da vorne liegen noch Moltebeeren, ne? Wir können ein paar Moltebeeren sammeln gehen. Nö, die hat keine Anzeige. Schade, schade. Hauptsache, du bleibst lieb. Also sonst steht ja, glaube ich, da zahm oder friedlich oder irgendwie sowas, ne? Bei Moltebeeren brauchen wir eh noch. Vielleicht schmeißen wir da gleich noch einen Stack mit hin. Vielleicht kriegt sie dann nochmal Appetit. Ich meine, das Zeug wächst ja hier eh ohne Ende. Hier war gleich Gebirge, aber ich habe die Wünschelrute nicht dabei, ne? Ja,
jetzt brauchen wir auf einmal wieder so viel, ne? Erst dachte ich, wir sind wieder voll gut ausgerüstet mit allem und jetzt ist so, wir brauchen da noch Silber, wir brauchen noch Eisen, wir brauchen das noch. Die kommen wirklich wieder, ne? Ach nee, jetzt habe ich die hier angelockt, obwohl hier gar kein Teer mehr drin ist. Ach, weg mit euch. Hier stehen viele Birken, auch gut. Edelholz brauchen wir auch. Ach Mann, es hört nicht auf. Na, ich glaube, der Ei... Nein, ich kann im Springen kein Schild ausrüsten. Aua. Hier, bam, zweimal reingehauen, ne? Komm, jetzt gibt's einen Fischhappen. Wo seid denn ihr beide? Und jetzt noch das Terfi? Nee. Zack, zack, bam. Wollen wir es mal probieren? Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Bam, geht natürlich auch. Halt nur doof, wenn du verfehlst, ne? Das hier drüben haben wir uns alles angeschaut. Hier wäre noch ein kleines Stückchen. Ich bin noch so unentschlossen, was wir am besten machen. Aber ich glaube, wir werden uns wirklich mal Drachenmutti-Fähigkeit holen. Also hier Targobank-Fähigkeit. Und werden uns dann mal mit dem Boot auf die Suche machen. Weil macht dann schon mehr Sinn, wenn wir irgendwo ein etwas größeres Gebiet uns raussuchen. Was sind denn das hier für Pflanzen? Hab ich ja auch noch nicht gesehen. Kann aber nicht viel mit anfangen. Schade. Wird vielleicht noch implementiert. Irgendwo habe ich einen kleinen Goblin gehört. Da haben wir noch ein totes Kito. Ach komm. Als hätte er es gerochen. Sieht auch geil aus mit dem Stein hier. Ja, na gut. Da ist er. Oh, schön. One-Hit. Ist halt echt die Frage, wie lange das dauert, ne? Weil wenn sich das Vieh jetzt nur alle 5 Minuten denkt, ich hab mal Bock auf eine Moltebeere, und wir natürlich in der Nähe bleiben müssen, dann kann das insgesamt schon eine ganze Menge Zeit fressen. Aber ich hätte es halt echt gerne gehabt, um die Ebenen zu erkunden. Wo wir halt dann wenn wir irgendwo mit dem Boot noch unterwegs sein wollen. Na gut, müssten wir halt von hier mit Loxi starten. Ich weiß nicht, ob das schon wieder so viel Sinn macht. Ich werf der auf jeden Fall mal noch ein paar hin. Oh, oh. Ach Mann, warum ist er denn jetzt gerannt? Nö, jetzt geht die mir hier wieder in die Felder. Loxi, ich mein's nur gut. Ja, gut, okay. Wir lassen das erstmal. Ich würde sagen, wenn wir hier ein bisschen an der Basis bauen und generell uns ums Flachs kümmern und alles drum und dran, macht das mehr Sinn, da ein paar Moltebeeren hinzuschmeißen, anstatt jetzt irgendwie doof daneben stehen zu bleiben. Ich dachte mir halt, hey, wir sind mit Loxi schneller unterwegs, mit dem Sattel und so. Aber einerseits, Loxi aufs Boot zu kriegen, ist schon nicht so ohne. Also brauchst halt irgendwie eine ordentliche Kante und wer weiß, was da noch passiert, wenn hier starker Wellengang ist oder eine Seeschlange kommt oder was auch immer. Am Ende verlieren wir die im Wasser. Das muss natürlich auch nicht sein. Und wenn, dann müsste man halt auch direkt hier vom Boot aus starten. Das ist natürlich die Frage, wie viel Sinn das macht, weil ich glaube, wir könnten halt entweder hier zum Händler reisen und hier unten mal gucken, weil das wird auf jeden Fall alles noch Ebenen sein. Hier unten sind wir durch. Das hier drüben haben wir auch erkundet. Ne, hier war Gebirge dann, ne? Hier kommt Gebirge, genau. Hier war dann auch wieder was. Eventuell hier noch irgendwie ein kleines Stück. Aber sonst haben wir gar nicht mehr so viel, ne? Na gut, hier was und so, aber hier haben wir natürlich... Na gut, und auch hier unten, aber hier haben wir natürlich nirgendwo ein Portal stehen. Ja, aber es nützt nichts. Also, wir müssen auf die Suche gehen. Ich würde sagen, schnell mal Inventar leer machen. Dann holen wir uns Targobank-Fähigkeit und dann
geht's mal wieder ein bisschen aufs Boot. Wir waren lange nicht mehr auf dem Meer. Wetter ist auch besser geworden. War jetzt lange genug Regen. Und dann gehen wir einfach mal ein neues Gebiet erkunden. So, das haben wir. So ein paar Nadeln noch. Nadel. Hier, Gebirge. Zack. Dann wäre es jetzt natürlich eine Überlegung, was wir noch an Lebensmitteln mitnehmen. Den Loksattel hau ich jetzt mal bei Werkzeug mit rein. Hoffentlich merke ich es mir. Pfeile haben wir genug. Wir haben auf jeden Fall noch einen gesunden Met. Damit bin ich happy. Was kostet denn die Axt? Die Hacke. 10 Eisen. Boah. Das ist natürlich nicht ohne. Tja, das ist jetzt die Frage, was macht man am dümmsten? Rübeneintopf und das. Schlangeneintopf gibt auch wieder Gesundheit. Weil Fischhappen können wir nicht mehr herstellen. Da müssen wir vorher noch angeln gehen. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt machen. Brot könnten wir noch herstellen. 75 Ausdauer. Blutpudding. Blutsack, Distel, Gerstenmehl. Wir haben nicht so viele Blutsäcke. Wir müssen wieder mehr Schlundis töten. Wir haben halt bloß noch ein Brot und wir haben halt bloß noch einen Fischhappen. Ich meine, Brot können wir noch ein bisschen herstellen, Fischhappen nicht. Aber wenn ich mit euch jetzt in die Ebenen renne, möchte ich dann doch mal so ein bisschen etwas Besseres haben. So. Obwohl es eigentlich relativ günstig ist. Es sind eigentlich nur die Blutsäcke, ne? Wo wir halt ein bisschen schauen müssen, aber ansonsten... Jetzt habe ich alles weggehauen. Ich glaube, wir haben die noch für irgendeinen Met gebraucht, oder? Egal. So, und hier, hauen wir noch Brot durch. Komm. 2 Stück können wir gerade mal noch. Brot kostet halt echt viel. Naja. 2-mal rein. So, dann haben wir das. Dass wir hier mal ein bisschen besser vorbereitet sind, weil ich habe auch gar keinen Bock zu sterben. Sind wir in letzter Zeit genug? Eigentlich alles so dumme Tode. Einfach nur durch runterfallen von dem guten Gebäude hier. So, Kohle noch weg, Gerste noch weg. Das haut hin. So, das haut hin. Dann haben wir die hier noch, haben noch 2 Brote noch mit am Start. Bin ich schon fertig? Na komm, mach hin. Und Portal müssen wir noch mitnehmen. Das Boot müsste ja eigentlich noch beim Händler stehen. Bitte lass das stimmen, aber eigentlich müsste es ja dort stehen, weil wir haben den Händler gesucht und dann haben wir uns ein Portal gebaut. Also, wir brauchen nochmal 4 Sortlingkerne. Ah, wir brauchen wieder Edelholz, ne? Aber ich glaube, das reicht nicht. 20 für 1. Oh, nein. Ach, Mann. Alles, was ich mir vornehme mit euch, klappt nicht. Na gut, dann müssen wir jetzt nochmal fix in die Ebenen. Da haben wir ja ein paar Birken gesehen. Was soll's? Geht nicht anders. Aber das möchte ich mit euch jetzt machen, weil wir brauchen unbedingt Teer, sonst kann ich hier vorne nicht groß weiterarbeiten. Das ist alles doof. Und Augen brauchen wir noch. Da waren es, glaube ich, 10 Stück. Also reichen 20. Und dann machen wir uns auf. Wie sieht's denn aus? 19 Minuten. Naja gut, noch ein bisschen Edelholz gesammelt. Dann sollten wir noch was schaffen. Aber wir gehen vorher nochmal ganz fix hier. Basis nennen wir um in Opfersteine. Da ist die Mutter. So, zack, her damit. Weil wir müssen auch mal alles ausprobiert haben. Und die Fähigkeit hat mich ja doch schon sehr gefreut. Ich muss mal gucken, wie lange die hält. Da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr so hundertprozentig sicher. Aber auch wenn es nur 5 Minuten sind, ist das immer noch besser als nix.
Hier hat man noch ein bisschen Leinzwirn, aber nicht viel. Die ganze... Ah, hier waren auch Moltebeeren, okay. Gut zu wissen. So, dann hauen wir uns jetzt nochmal eine Wurst rein. Und gehen jetzt ein bisschen Edelholz sammeln. Das Problem ist halt, dass von den Birken selber wirklich extremst... Was? Nein! Ey, was soll denn der Shit? Och nö. Och nö. Boah, die hauen ja hier richtig die Gerste. Vor allem, wo kommen denn die beiden her? Och nö, ich will jetzt nicht gegen Loxies kämpfen. Wir müssen wohl oder übel. Ja. Natürlich noch ein totes Kito. War perfekt geplockt. Ja, mit Blocken geht's und wir haben relativ viel Leben. Boah, aber die halten halt trotzdem schon viel aus. Also Knochenmanst halt auch zwei auf einmal, ne? Wir müssen ein bisschen aufpassen. Vor allem hier steht ja schon Zahm-Zähmheit-Dings. War das doch einer von unseren Loxies? Und zeigt es das nicht immer an? Nicht, dass ich jetzt unsere Loxie kaputt mache. Aber ich glaube eher, das war die da oben, oder? Aber warum zeigt es das nicht... Guck mal jetzt hier. Ne, verängstigt. Zahmheit 2%. Ja, egal. Dann haben wir halt mal wieder Loxfleisch. Ich meine, wir brauchen auch mal wieder Loxfleisch. 39. Aua. Au. Oh ja, haut den Goblin kaputt. Jetzt wird es nämlich schon wieder eklig hier. Mal ein, zweimal nicht geblockt. Hast du schon wieder ein Problem. Ach, zwei auf einmal sind kacke. Die verlangsamen es auch nicht, ne? Wir müssen halt wirklich aufpassen, dass wir unten nicht blocken. Also es frisst jetzt so viel 47 Leben. Ich hab doch geblockt. Ich hab doch geblockt. Och man, warum? Hatten wir so... Nee, ach so, das Blocken ist ja auch ein bisschen abhängig von den Lebenspunkten, die man hat, ne? Es ist ja nicht mehr rein Ausdauer seit Hafen Home. Danke, Iron Gate. Ach, scheiße. Das ist richtig kacke. Vor allem habe ich hier schön ordentliche Lebensmittel reingehauen. Aber zwei Loxies auf einmal, ne? Sagt, mit einem wäre es noch gegangen. Und dann kam noch der Todeskido und dann kam noch der Goblin. Und schon wird es halt hässlich. Komm, wir riskieren es mal wieder. Schön nackt in die Ebenen rein. Ach Mann, ey, das ärgert mich jetzt. Warum sind denn die auf einmal beide in meiner Basis? Und machen dort die Gerste kaputt. Ich wollte einfach nur in Ruhe ein paar Birken kaputt hauen. Mehr wollte ich doch gar nicht. Meine Gut ist halt gleich geerntet, ne? Danke dafür. Ach, jetzt ist schon wieder angelockt. Nee. Angeloxt. Ich verstecke mich jetzt hier drin. Wir leben jetzt einfach hier. Ach ja. Naja, was willst du machen? Wäre halt nur irgendwie schön, wenn die auch mal wieder abhauen würden. Da hinten ist mein Dings. Und der guckt genau davor, als würde er drauf warten. Ja, der wird mich auch sehen, wenn ich schleiche. Ach Mann, ey. Das ist echt mitteldoof gelaufen gerade. Naja. Ah, die haben es halt echt in sich, ne? Wird mich sowieso gleich sehen, wir sind tot, aber diesmal ist ja nicht so schlimm. Na, sag ich doch. Ach komm, ich war kurz davor, ey. Das muss doch nicht sein. Ja, wenn ich es jetzt aufhebe. Ah doch, jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Komm, schnell abhauen hier. Jetzt kommt bestimmt ein totes Kido, macht mich tot. Jetzt locke ich das Vieh natürlich wieder direkt in die Basis, ne? Ach, naja. Was haben die auf einmal gegen meine Gerste? Was soll der Scheiß? Egal, wir haben das Zeug wieder. Wir ziehen es uns an, gehen nochmal ein bisschen Edelholz sammeln. Dann schaffen wir es die Folge leider nicht mehr, noch aufs Boot zu schwingen. Uns noch aufs Boot zu schwingen. Aber ich kann es leider nicht ändern. Ihr seht, es ist gerade echt sehr, sehr ungünstig gelaufen. Aber nicht schlimm.
Tode passieren. Ja, die machen ja alles kaputt. Jetzt will ich noch mal kurz nach unserem Loxi gucken. Ja, das ist unser Loxi dort. Ich glaube, hier hinten beim Teer hat man es gesehen, ne? Ja. Ach, guck mal, der Lebensbalken. Oh, meine Nase krabbelt. Es tut mir leid. ...170, ist natürlich schon geil. Da haben wir... ...sogar noch die Würste drin, die machen 55 Gesundheit. Wenn dann der Blutpudding... Ah ne, der macht nur 25, aber dafür wieder Ausdauer. 172 Leben ist schon ziemlich nice. Na, ah, Mensch. Ah, das ist risikoreich. Komm, komm auf mich zu. Danke, gib mir eine Nadel. Danke. Ah, schön, dass hier so viele Birken sind. Ist mir irgendwie noch gar nicht aufgefallen, obwohl wir hier oft genug dran vorbeigelaufen sind. Dann können wir auf jeden Fall nächste Folge damit starten. Dann geht's aufs Boot, wir machen uns Rückenwind, wir gucken nach neuen Ebenen und gehen ein bisschen Teer sammeln. Damit ich das Dach auf jeden Fall mal noch fertigstellen kann. Aber ich denke, so passt aktuell ganz gut, oder? Also die Folgen sind doch relativ abwechslungsreich. Ich meine, wir könnten jetzt auch 5 Folgen hintereinander nur in den Sumpf gehen und Eisen sammeln und dann 5 Folgen hintereinander nur nach Teer suchen. Aber ich muss sagen, mir macht so einerseits mehr Spaß und ich mache sowieso das, was mir Spaß macht. Es bringt alles nichts, wenn ich hier irgendwas mache, wo ich keinen Bock drauf habe. Das merkt ihr mir auch an. Und ja, so ist es doch ein bisschen abwechslungsreicher, wenn wir überall mal ein Stück machen und immer ein Stück vorankommen. Haben wir aber definitiv die gepolsterte Rüstung, denke ich mal, in den nächsten 5, 6, 7 Folgen auf Maximum. Ich sag, den Torger Fangzahn will ich unbedingt noch hochkriegen. Die Eisenspitzhacke muss noch ein bisschen nach oben. Dafür mussten wir auch nochmal Silber sammeln. Aber bei den Birken, ne, das sind halt wirklich immer relativ wenig Samen, die bei rumspringen. Ach komm. Ich glaube doch, oh, Stufe 2 Fooling sogar. Noch einer, zwei Stufe 2. Was ist denn los bei euch? Ach, und die Ausdauer. Ist halt das Problem. Hast viel Leben, aber nicht so viel Ausdauer. Hurra, 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 hurra. Ist bald gar nichts mehr zu lachen, mein Freund. Sag mal. Was er gemacht hat. Hat gefurzt, hat gestunken. Das ist meine Spezialfähigkeit. Mit der Drachenmutter. Den Rückenwind mache ich mir nämlich selber. Obwohl, es macht keinen Sinn. Also, dass es halt Rückenwind ist. Ja, zumindest ziemlich komisch. Hä, was haben wir denn einstecken, was so schwer ist? Und kein Gürtel einstecken, das war der Grund. Der andere ist abgehauen, ne? Der hat sich zu doll erschrocken vom Feuerpfeil. 47. Ach komm, hier, wir machen jetzt mal noch die zwei Birken hier kaputt. Hier haben wir noch eine relativ große. Und dann haben wir wieder ein bisschen Edelholz. Muss ich mir merken hier. Hier sind ja halt echt extremst viele. So in den Ebenen wachsen die anscheinend auch ganz gut. Natürlich auch gar kein Ausgeruht mehr. Und wir sind schon wieder bei einer halben Stunde. Und nein, der nimmt nicht mehr genug Holz auf. Ich will jetzt aber auch nicht noch groß kämpfen. Komm, wir machen das kleine Ding hier noch kaputt. Irgendwas. Hä? Der hat gerade gegen den Holzstamm geworfen. Au, ey, habt ihr es gesehen? Ich habe geblockt.
Da ist er wieder. Jetzt traut er sich auf einmal. Erst kurz... Aua, 75. Wir sterben gleich nochmal, ne? Ich sag's euch. 75 Schaden mit so einem Speer, Alter. Was ist denn da nicht in Ordnung? War das schon immer so krass oder weil der Stufe 2 ist? Ui. Oder einfach, weil ich nicht in seine Richtung geguckt habe. Wir müssen den jetzt mal hier tot kriegen. Der nervt mich ein bisschen. Boah, der hält aber auch krass viel aus. Also Stufe 2 ist schon echt nicht ohne, ne? 63, ich habe wieder geblockt. Das gibt's doch nicht. Das gibt es einfach nicht. Was ist denn los? Warum sind denn die so heftig unterwegs, Mann? Ach, zweimal. Zweimal. Mann. Entschuldigung, ich bin wütend. Vor allem war dieser kein Fähigkeitenabzug sicherlich schon wieder weg. Ich will gar nicht auf unsere Fähigkeiten gucken. Was ist denn nur los? Oh, Schlagwaffen 45. Ach Mann, ey. Aber ich hab geblockt. Wir hatten noch Leben. Wir hatten noch Ausdauer. Das Schild war auch in der richtigen Richtung. Also bei dem ersten Speer war ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, da standen wir ein bisschen schräg. Aber jetzt, der vorletzte, den wir abgekriegt haben. Und der haut mir 63 Schaden rein. Also, wir haben gutes Schild, wir haben gute Rüstung. Also 2 Sterne ist anscheinend doch zu heftig. Da muss ich gleich aufstoßen hier. Na gut, wir müssen an der Stelle erstmal Schluss machen. Wir sind schon bei 32 Minuten. Ist ein bisschen ärgerlich. Wir holen uns nächste Folge den ganzen Spaß wieder. Machen den Typen noch tot und dann geht's auf große Bootsreise. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut. You can't touch this. You can't touch this.